Und damit willkommen zurück bei Potion Craft. Es geht ein bisschen weiter hier. Mal schauen, was noch alles auf uns zugeflogen kommt, was für Tränke noch gefordert sind von den ganzen Kunden. Haben wir gepennt? Ich glaube, ne? Ist der Tag zu Ende? Der Tag ist zu Ende. Okay, alles da. Das heißt, neuer Tag, neues Look. Mal schauen, was da alles kommt. Einige Aufgaben sind schon gemacht, beziehungsweise die meisten von Kapitel 2. Ich habe den Trank, einen Trank mit zwei unterschiedlichen Effekten. Das könnte und sollten wir wahrscheinlich nochmal machen. Beziehungsweise ist halt ein bisschen die Frage, wer denn sowas haben möchte, ne? Oder ob das einfach nur bisher als Übung dann gilt. Ich schaffe Explosivtrank. Muss mal schauen, ob ich da eine bestimmte Stelle dann für finden muss oder ob man einfach verschiedene Dinge dann miteinander mixen muss. Mal gucken. So. Neuer Tag bricht an, das ist gut. Denke ich mal. Achso, erstmal hier, halt. Ne, Kunde, hier. Kurz Klappe halten. Ich komme gleich, ne? Bin gleich da. Okay. Alles klar. Seid gegrüßt. Ich bin ein fahrender Händler. Ich bin an deinem Laden vorbeigekommen und habe mich entschlossen, vorbeizuschauen. Ich denke, dass wir einige meiner Waren gefallen könnten. Und es macht mir nichts aus, etwas von deinen zu kaufen. Wollen wir miteinander handeln? Was verkaufst du? Ich habe mich nicht auf eine bestimmte Art von Waren spezialisiert. Ich reise umher, kaufe und verkaufe allerlei Dinge. Daher ändert sich mein Sortiment ständig. Das klingt nicht schlecht. Oh ja, da hat einen kompletten Mix. Verzaubertes Papier. War das bei dem anderen billiger? War das 180 bei dem anderen? Ich weiß es gerade mal nicht. Was ist das für ein gesorgst? Eine Gutbeere? Gutbeeren sind zwar klein, aber sehr sättigend und besitzen heilende Eigenschaften. Entdecker nehmen sie oft mit dunkle Verliese, damit sie dort nicht verhungern oder um kleine Wunden zu heilen. Die scheint ja wirklich gut zu sein. Okay, ich habe 565 Geld. Ah, gib hier den Quatsch. So ein paar von den Dingen kann man sicherlich gebrauchen. Was ist sumpferig? Ein Pilz, der für gewöhnlich an morastigen Orten wächst. Ja, wahrscheinlich die Dinge, die mir angeboten sind, sollte ich wahrscheinlich alle mal mir anschaffen hier. Schau mal, irrer Pilz. Fett und fest. Kann zu unerwarteten Wutausbrüchen führen. Ja, da haben wir schon ein paar von, genau. Ah, trotzdem, ne? 164, ja, ist okay. Ich muss mal gucken, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Ah, so ein verzaubertes Papier wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Aber da werden wir wieder bei dem zu viel ausgeben. Von daher machen wir hier ein bisschen weniger. Und diese. Das sieht halt eher wie ein mutierter Brokkoli aus. Ah, gut. Machen wir dann noch so eine Seite. Wollen wir ein bisschen falschen? Es gibt so viele verschiedene Arten von Kräutern. Heilsame, giftige, magische, köstliche Duft, ne? Okay. Sind hier auch was nicht Kräuter von? Weil das habe ich immer nicht so ganz raus. Welche von den Dingen man am besten nimmt? Oh Gott. Ja, es wird irgendwie funktioniert haben. So. Ich krieg Geld. Beziehungsweise ich habe kein Geld mehr. Dialog beenden. Okay. So, was ist das für ein Dude? Ich brauche einen Trank, der mich stärker, schneller und agiler macht. Alles gleichzeitig. Um einen Trank anzubieten. Stärker, schneller und agiler. Da gab es doch mal eine Christina. Christina Agiler. Oder so ähnlich. Bin ich mir fast sicher. Was machen wir dann nochmal ganz kurz? Das kann ich den mehreren Eigenschaften dann machen, ne? Das wäre doch mal ganz super. Da kann man alles zusammenstößeln und machen. Genau, das ist einmal so grob die Anleitung. Zurück zum Krams hier. Im Keller müssen wir auch nochmal schauen, ne? Da wird wahrscheinlich ein Händler uns dann auch noch Zeugs andrehen wollen und können. Was soll da so machen? Schneller oder agiler, was haben wir denn hier alles? Kann man das jetzt schon mal sehen hier? Das sieht nach Wachstum aus, das sieht nach Stärke aus. Da unten ist noch ein Fragezeichen, da muss ich mal gucken, wie das geht. Da vorne ist Gift wahrscheinlich, Feuer. Da ist die Schnelligkeit. Okay, das heißt, ich kann mich erstmal nach oben hinarbeiten. Aber die Frage ist, wie das dann weitergeht. Das hier ist bestimmt auch was. Stärketrank haben wir, genau. Mana-Trank haben wir, das ist Säure, genau, Säure ist es. Ich würde mich jetzt erstmal nach oben arbeiten. Es wäre nett, wenn man Tränke, die schon existieren, wenn man die einfach kombinieren könnte. Ich glaube, das wäre zu einfach, ne? Deswegen schauen wir mal. Ja, komm hier. Zack, Bums. Einmal alles zusammenschmeißen und rühren hier. Ist, glaube ich, recht simpel nach oben. Ich werde mal gucken, was der Typ genommen hat. Stärker, schneller und agiler. Stärke ist doch. Da. Das ist. Ja. Ich kann auch, das ist komplett gegensätzlich, ne? Das ist blöd jetzt. Also alles zusammen, oder ich habe es nicht so ganz verstanden, das kann auch sein. Aber alles zusammen halte ich gerade mal für einen langen Weg, oh Gott.
Ja, komm, irgendwo bis dahin, das passt schon. Rühr. Dauert auch eine Stunde, ist okay. Kann ich mit leben. Oder wir haben dann irgendwo noch anders. Oh Gott, die gleichen Effekte dann nochmal. Na komm. Heyo, nice. Das ist eine heitere 3. Das ist jetzt Trank der Schnelligkeit, genau. Den jetzt abschließen wäre wahrscheinlich Quatsch, ne? Trank fertigstellen. Man könnte gucken, ob ein Trank ihm ausreicht, beziehungsweise ob eine der Eigenschaften ihm ausreicht, aber es sind doch noch mehr Eigenschaften, die man holen könnte und sollte. Hieß, ich müsste damit ganz nach unten, das wäre aber ziemlicher Quatsch. Agilität, ist das Agilität? Ich weiß es gerade mal nicht. Ist ja die Frage, ob ich jetzt ein Wild hier oben rum suche oder halt nicht. Es wäre interessant, ob die gleichen Effekte an verschiedenen Stellen auftauchen. Das müssen wir eigentlich mal testen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der ideale Moment ist. Nett, wenn man hier die Richtung der ganzen Kräuter schon mal sieht, in welche Richtung das sich alles bewegt. Ohne, dass man es erstmal hier wild rumtesten muss. Was mache ich denn damit jetzt? Will ich jetzt ganz nach unten gehen? Das wird ein teurer Trank. Das stirbt vor allem da vorne. Dann gucke ich einfach mal in eine Gegend rum, was da mal so passiert. Machen wir das. Ach komm. Kann ja nicht schaden. Was sollte schief gehen? Oh Gott, dass ich den Löffel fallen lasse. Na, zurück. Wäre interessant, wo die Dinger dann alle einen hin teleportieren oder wie weit die einen teleportieren könnten. Mal so gesehen. Das ist wahrscheinlich eher die interessantere Frage. Wo er ganz ankommt. Ich muss auch ein bisschen treffen hier. Das war noch eine Eigenschaft. Aber. Hä? Wie sollte ich da jetzt nicht mit zupacken? na, vielleicht doch. Mal gucken, wo es denn hingeht. Das ist noch eine Eigenschaft. Ich sollte das nicht jetzt testen. Das ist eigentlich ziemlich doof, was ich hier gerade tue. Schließe den Trank jetzt einfach mal ab. Mach ich das? Damit ich zumindest irgendwas gemacht habe. Nee, ich guck einfach mal, was das Fragezeichen ist. Mal gucken, was passiert. Wobei mach ich nicht. Ich lasse den Trank mal Trank sein. Fertigstellen. Ich werde das auch nicht abspeichern. Das heißt, ich habe jetzt einen Schnelligkeitstrank Stufe 3. Mal gucken, ob der damit zufrieden ist. Hervorragend, dieser Trank ist perfekt. Stärke, Stelle und Agile. Aber das hat doch exakt nur eine Eigenschaft. Dann ist er halt perfekt. Okay, na gut. Will ich mich nicht beschweren. Ist okay. Seid gegrüßt. Ich hatte gestern eine geniale Idee, ein Bier zu brauen, das auch an den kältesten Tagen deine Knochen wärmt. Die Leute würden in den nördlichen Provinzen eine hübsche Batzen dafür bezahlen. Das Rezept ist fast fertig, aber damit das Bier immer warm ist, brauche ich sowas wie flüssiges Feuer. Hast du sowas? Was gibst du noch in deinem Bier? Eigentlich ist das Rezept für mein Bier ein großes Geheimnis. Ich kann nur sagen, dass ich 5 Arten von feurigen Pfeffer beimische. Das Zeug wird scharf wie sonst was. Ja, ich sollte da oben halt nochmal gucken, ne? Hier sind noch, dass ich weitere Fragezeichen mal hier erforsche. Und zwar nicht dann, wenn ich gerade einen speziellen Trank vorhabe. Behaupte ich jetzt zumindest mal, okay. Das heißt, Feuer habe ich im Buch stehen, ne? Halt, wo ist denn? Oh Gott, wo habe ich das Buch? Da, nein. Verdammt, wo war das? Da Feuer habe ich, aber das ist Feuer 2. Jetzt kriegen wir vielleicht eine 3 nochmal hin. Was habe ich denn da vorher benutzt? 3 von diesen Dingern. Das sollte gehen, ne? Wenn ich das ganz genau mache. Achso. Habe ich jetzt aber die gleiche Menge dann nochmal reingeschmissen? Das ist die Frage, ob ich das ganz genau hinbekomme. Das wahrscheinlich so wirklich ganz knapp exakt nicht. Das schrammt da ganz knapp dran vorbei. Wird doch wieder nur eine 2 draus. So, ein wildes Rumgerühre. Okay. Das ist eine 2. Geht das noch ein bisschen höher? Na, verdammt. Da wird nur eine 2 draus, ne? Ja, dann wird es halt eine 2, ist okay.
Mach mal sowas. Feuer. Bums. Feuer. Da steht jetzt eine. Achso, die 1 steht da dran, weil das eine 1. Achso, zurück. Dieses Trank reicht aus, aber für was Höherwertiges würde ich mehr bezahlen. Ja, jetzt jammer mal nicht rum. So. Ich verkaufe das einfach mal. Falschen brauche ich aber nicht. Hallo. Hallo, Alchemist. Möchtest du einen Vorrat? Deinen Vorrat an Kräutern auffüllen? Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte einen. Was? Einen deiner Tränke gebrauchen? Ich könnte einen gebrauchen. Was für einen brauchst du? Pass auf, es gibt einen Ort, an dem ich früher Zutaten gesammelt habe, aber inzwischen gedeiht dort fast nichts mehr. Die Pflanzen wachsen nur sehr langsam nach. Könntest du vielleicht einen Trank brauen, der sich schneller wachsen lässt? Dann könnte ich dir auch verschiedene Kräutersorten bringen. Klar. Ware zeigen. Haben wir schon? Haben wir noch? Na, wobei, haben wir nicht mehr. Das ist doch mal nett. Gib her den Quatsch. Hab ja wieder ein bisschen Geld gemacht. Das passt ja. Das ist billig, das Zeugs. Ich kann ein paar mehr von kaufen hier. Wurzeln habe ich noch genug, ne? Genau. Jo. Okay. Levelaufstieg, ja. Mehr grüne Bücher. Ach komm, machen wir das mal. Ich bin dann immer so unkreativ und mache das immer relativ gleichmäßig und schnapp mir dann erstmal die billigen Sachen daraus. Aber gut. Wachstum, ne? Haben wir. Da. Haben wir, ich meine, haben wir schon mal gemacht. Von daher, was habe ich da? Welches war das Wachstum? Stufe 2 habe ich schon mal gemacht. Okay. Sollte gehen, passt schon. Schön, dass ich die Rezepte oder dass ich die Zutaten dafür habe. Wachstum. Blups. Abgemacht, du hast 18. Ja. Das ist aber nicht viel. Das ist echt nicht viel. Na gut. Dialog beenden. Also wirklich viel hat es echt nicht gebracht. Es gibt mir einen Heiltrank. Ein Bandit hat mich gestern mit einem Pfeil in die Schulter geschossen. Die Wunde ist nichts Ernstes, aber ich kann es mir nicht leisten, einen ganzen Monat lang herumzulegen. Ich muss mal wieder an die Arbeit gehen. Ja, hier, ich kann mir dann die billigen Tränke mal loswerden. Ist ja die Frage, ob es die Situation gibt, dass man tatsächlich, dass die einen extra schwachen Trank wollen. Das weiß ich nicht, aber 13 ist echt nicht viel. Ich brauche ein starkes und schnell wirkendes Gift. Ich würde es begrüßen, wenn du mir deine Fragen sparst und unsere kleine Abmachung geheim hältst. Dein Schweigen wird natürlich großzügig honoriert werden. Ich sollte halt nicht alles annehmen, weil das finde ich gerade mal ein bisschen ungeil. Genau. Das heißt, ich habe einmal eine Gutmütigkeit hier, die Reputation ein bisschen erhöht, weil das offensichtlich ein blöder Typ war. Oder zumindest glaube ich das. Habe ich das letzte Mal nicht wirklich drauf geachtet. Ich muss dringend etwas ins nächste Dorf bringen, aber mein Pferd ist nicht besonders schnell. Ich fürchte, ich schaffe es nicht rechtzeitig. Hast du einen Trank für Pferde, um sie schneller zu machen oder ihre Ausdauer zu verbessern? Haben wir Ausdauer in irgendeiner Form? Wie würde man das erkennen? Da weiß ich gerade nicht, wie gesagt, was es ist, aber... Schwache Gewandtrank, okay. Na, so ein Aufwand und dann ist es nur Stufe 1. Das ist auch begrenzt cool, ja. Ha. Na gut. Also ich kann nochmal hier die Schnelligkeit machen. Das hier. 3. So, Bums. Das ist jetzt mein guter Trank. Dieser Trank ist perfekt. Ja, siehst du mal. Kannst mal sehen. Die falsche mache ich mir nicht. Ich hätte gerne hier die Beliebtheitsstufe mal noch ein bisschen erhöht. Dann geht's. Plus 4. Okay, das war's. Das heißt, ich würde jetzt hier tatsächlich mal weiter schauen. Hier nochmal ein paar von den Fragezeichen abklappern. Das ist halt ein weiter Weg da oben, aber es würde sich halt anbieten. Es wird einfach mal ein seltsames Gebräu machen. Oder ich versuche von den Weg hier unten lang zu legen, dass wir hier einfach mal durchgehen. Ist da noch was? Das sind einfach nur auch nur Bücher, ne? Genau. Von daher, was haben wir denn da alles? Links oben ist super. Schüt. Oh, wäre nett, wenn man noch ein paar bessere Werkzeuge kriegen könnte. Dass man einfach ein bisschen schneller, an die einzelnen Stellen, die jeweils kommt. Ja, weiß ich nicht, vielleicht kommt es ja noch, ne? Vielleicht, wer weiß, was hier noch alles vor sich geht. Beziehungsweise ich weiß es gerade nicht. Gibt es hier eine schönere Sache, nach links oben zu steigen? Nein. Ist das meine einzige gerade? Diese alten Pilze? Okay. Dann nutze ich das mal aus. Da ist noch ein Fragezeichen, sehr gut. Oh, noch ein Strudel. Ja, ich habe gleich keine Pilze mehr. Ach komm. Über diese teuren Tränke. Einen muss ich sowieso machen hier. Ja,
er kriegt hier so eine 3 hin. Sensationell. Ich weiß ja nicht mal, was es ist, aber es wird bestimmt eine 3. Ah. Da ist ein Explosionstrank. Das passt doch aber zu unserer Agenda. Schaffe einen Explosionstrank, ja. Mach ich das. Dann habe ich 100 Stück, okay. Dann würde ich das aber auch mal ins letzte Rezept speichern. Okay, machen wir das. Von hier würde ich dann mal weitergehen. Kann ich nicht, anscheinend. So, weil mir die Ressourcen fehlen. Okay. Weil mir die Ressourcen fehlen, kann ich das nicht machen. Immerhin haben wir was gelernt. Okay, dann muss ich mal nach rechts gehen hier. Dass ich mal ein paar weitere Sachen hier finde, die cool sind. Ich hätte gerne Zutaten, die den deutlich längeren Weg zurücklegen. Ich weiß nicht, ob das mit den Schädeln, ob das ein Problem wird. Ob der Trank denn hier stirbt. Knapp. Ja, ist beides ein bisschen knapp gewesen. Sind ja blöd, wenn die Zutaten, die ich nicht selber habe hier, inwiefern die denn, wie findet es sich denn lohnt, die denn teuer sich einzukaufen für manche Zutaten oder für manche Rezepte? Muss ich nochmal rausfinden dann. Oder wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit, wird es da so eine Balance geben, von wegen, okay, welche Sachen lohnen sich zu kaufen oder kann man irgendwelche Wege hier vielleicht ein bisschen vereinfachen dann später? Was in dem Stil? Beziehungsweise, wie kommt man zuverlässig an bestimmte Zutaten? Ich muss den Effekt ja nicht stark haben jetzt hier. Muss nur wissen, was es ist. Wobei ich es auch direkt gut machen kann, mal so gesehen. Weil es auch Quatsch ist, da ganz hinzugehen. Ja, das ist Quatsch. Jetzt waren wir ein bisschen zu weit. Ja, es wird nicht besser als eine 2. Machen wir mal, schauen wir mal, was passiert. Neuer Effekt, Schlaf. Oh Gott. Okay. Ja, wenn ich schon mal hier bin. Das wird ein seltsamer Trank. Komme ich da lang? Ja, ne? Klar. Interessiert mich nochmal, was da alles drin ist. Oder sind jetzt die... Knochen sind ganz knapp vorbei gewesen. Hier der Tod. Ich weiß nicht, wie weit das hier alles nach... Also, die Karte ist noch ein bisschen groß, aber ich weiß nicht, ob die wirklich bis zum Rand gefüllt ist hier. Aber es wirkt nach sehr komplizierten Tränken, die man dazwischen braucht, beziehungsweise welche, die ganze Ecke weit entfernt sind. Da habe ich zu wenig Ahnung vom Spiel, wie das im Laufe der Zeit dann, wie man das dann spielen sollte. Wahrscheinlich gibt es dann relativ groß abgetrennte Bereiche hier. Kann ich mir gut vorstellen. Oh Gott. Ich muss ja immer nur ein bisschen Wasser hinzufügen müssen. Oh Gott. Ich komme jetzt durcheinander hier. Um aber lang zu laufen. Hier kommen die ganzen teuren Sachen jetzt. Nein. Was habe ich denn Feines? Das sieht doch gar nicht mehr schlecht aus. Boah, ganz runter. Ganz da runter. Vielleicht. Ach, Mist. Vielleicht so nicht. Ja. Yeah. Was habe ich davon, wenn ich da. Wenn ich ganze Bücher sammle hier. Das weiß ich aber noch nicht. Ich guck mal, vielleicht schiebt mich ja der. Achso, das ist jetzt. Ja, das ist jetzt blöd. Kann ich noch Sachen hinzufügen, ja, ne? Ohne weiter rühren zu müssen. Oder kann ich das dann überschreiben? Was nach rechts oben geht. Ich glaube, das habe ich gerade mal nicht. Es geht nur nach oben. Ich teste mal, ob das geht. Okay, nee, das geht nicht. Tja, das ist ungünstig. Hätte ich mal nicht so weit gemacht. Okay, das, okay. Ah, es ist schon auch ein Trank, ne? Der schläft jetzt, okay. Ich schaffe einen Schlaftrank. Das ist dann wahrscheinlich für später interessant. Was ist das für eine blöde Gegend? Was ist das für ein Quatsch? Ich bin dagegen. Ich finde es nicht gut. Trotzdem interessiert mich, wo der Rest noch weitergeht. Deswegen. Gefühlt habe ich so wenig Tränke, um nach rechts oben zu kommen. Deswegen. Schlängle ich mich da mal nach unten hin? Wenn ich die ganzen teuren Sachen verbrate. Huh. Das ist Gift mit Ö. Gift.
ganzen Wurzeln habe ich in der zuhauf. Ist nicht so koordiniert, was ich hier tue. Ich gucke halt immer nach oben hier gerade mal und nicht auf den Schlüssel. Deswegen sieht es ein bisschen seltsam aus, wenn ich hier rumrühren bin. Mit dem habe ich noch keine Ahnung, wo das hinführt. Und ist das zu wenig? Ah, das ist zu wenig, Mist. Ach, Mist, ey. Mit dem kann ich auch mal gucken, wo der hinführt. Ist hier die Frage, wie denn die ganzen, oder warum die ganzen die Wirbel hier so aufgeteilt sind oder an den Stellen sind, wo sie denn sind. Ob das irgendwie Mehrwert hat. Machen wir noch einen. Matsch, 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 matsch. Oh Gott. Ja. Eigentlich reicht das schon. Ich möchte da einmal reinwirbeln. Ne, doch, aber da hat der hat mir schon angezeigt, wo es hingeht. Mist. Das stimmt. Da muss ich doch nochmal jetzt hier hin. Warte. Bitte nicht da durch. Auch wenn es so einladend ist. Hab ich irgendwas, was einfach nur nach links geht? Ja, ne? Das ist ein bisschen sehr schief. Das ist gut, ja. Blob. Ja, ist super. Das ist zu viel. Diese Meinungsänderung, sehr spontan. So, genau. Ah, das nimmt dann auch noch die... Ah. Okay, da habe ich hier exakt nichts von. Sind dann auch noch... Das behält dann den weiteren Weg, den ich zu gehen hätte. Okay. Was hätte ich von dem? Es sei denn, ich komme von hier und will schnell nach oben. Das ist dann natürlich okay. Ha, das ist Alchemie hier, meine Güte. Einfach ausprobieren, gucken, was passiert. Das ist Wissenschaft vor allem, ne? Man guckt, was hier vor sich geht. Oder ne, man probiert was aus und dann wenn es explodiert, dann war es Chemie. Oder so ähnlich. Ne, weil, dass man einfach guckt. Man probiert Dinge aus, merkt sich, was passiert ist, und daraus wird man dann schlauer. Dann probiert man, ob das auch beim zweiten Mal exakt das gleiche ist. Dann wird man halt noch schlauer. So, ich will nur wissen, was das für einer ist. Steinhaut, oh Gott. Steinhaut. Das sind ja spezielle Tränke dann. Gerade für die weiter entfernten Sachen wäre es halt sehr sinnvoll, da dann irgendwann... das alles schön, also die näher gelegenen Sachen, da brauche ich ja nicht mal irgendwie einen Bauplan für, aber für die ganz weit entfernten Dinger hier. Dann machen wir hier nochmal einen zweiten Effekt drauf, mal gucken, was passiert. Beziehungsweise ich hätte denn gerne das Kapitel 2 damit abgeschlossen, weil hier ist ja noch halt nur noch das eine, ne? Unterschiedliche Effekte. Das kriegen wir hin. Das heißt, irgendwo könnte hier noch ein Fragezeichen mit Sicherheit sein. Ja, guck mal, dann kann ich gleich nochmal links oder nach rechts. In eine der Richtung vielleicht. Ich glaube, nach rechts ist eine gute Option. Wo ging das denn? Das ist doch nett, da habe ich viel von. Ich will das mal in erster Linie die Sachen verbrauchen wollen zum Experimentieren, die ich in großen Mengen habe. Da ist noch ein Fragezeichen. Komme ich da schräg hoch? Nein, schräg nicht. Da kann man wieder stapeln. So. Ich würde gerne wissen, wo der Wirbel hingeht, aber das wird gerade schwierig. Stopp, 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 stopp. Halt. Ausgestopft. Den Wirbel können wir auch nochmal mitnehmen eigentlich, ne? Wenn wir schon dabei sind. Verlangsamung. Noch habe ich den Trank nicht geschafft, das ist richtig. Verlangsamung da unten, okay. Muss man sich die ganzen Symbole bemerken. Was die eigentlich machen. So, da komme ich zum Wirbel nochmal hin. Platsch. Hoi. Mal gucken, ob der mich komplett woanders hinführt. Oh, das ist ein okayes Stück. Das ist tatsächlich ein okayes Stück. Huh. Wie weit kann man da denn? Ich weiß ja nicht, ob ich hier bis zum Rand scrollen kann oder ob das tatsächlich, wie weit es dann noch in die Richtung dann zu anderen Seiten weitergeht. Deswegen, bin ich mal zu teuer und mache hier nochmal so einen Move? Ah ne, mache ich gar nicht. Ha, weil das ist eine Wand. Das war Verschwendung. Mist. Ah, da unten geht's noch weiter. Ha. Wie komme ich da mal sinnvoll hin? Komme ich da irgendwie durch? Ich weiß nicht, ob irgendwelche Wirbel dafür da sind, um dann dazwischen drin überall rauszukommen. Hier bräuchte man wahrscheinlich ganz spezielle Dinger. Ja, oh Gott, das wird ein teurer Trank.
Das war sehr sinnlos. Das war äußerst sinnlos. Wow.